jeden Tag Sport mein ganzes Leben. Guten Morgen! Ja, nach dem Umstieg auf vegan 2015 und rogan 2016 habe ich mir dieses Jahr das Ziel gesetzt, wirklich den Sport täglich in meinen Alltag dauerhaft einzubauen. Und egal was, aber wirklich jeden Tag etwas für meinen Körper zu tun. Das ist das Elementare und das ist das Allerwichtigste von all dem, was ich sozusagen in diesem Jahr machen möchte. Also ein neuronales Netz anlegen, also ein Automatismus, der mich fortan im Leben begleiten wird, diesen zu kreieren. Für mich ist es, glaube ich, bisher das schwierigste Ziel in meinem Leben, was ich sozusagen jeweils als Neujahresziel ja, festgelegt habe. Gerade weil ich schon unendlich oft angefangen habe, Sport zu treiben und dann irgendwie damit wieder aufgehört habe. Und ich weiß nicht, ob ich das Video noch finde, wie man seine Vorsätze erhalten kann. Es ist das Schlimmste überhaupt, wenn man immer wieder etwas anfängt, aber das dann nicht zu Ende führt. Weil dann bildet sich auch ein neuronales Netz, nämlich dass man das nicht schafft. Und gegen dieses kämpfe ich. Und ich kämpfe wirklich. Und ich habe bis jetzt gekämpft. Und ich habe auch aus meinen Fehlern gelernt. Ich habe meist sehr exzessiven Sport gemacht und hatte den Wunsch, damit schnell abzunehmen oder schnell Muskeln aufzubauen. Mittlerweile durch das jahrelange kontinuierliche Abnehmen ausgehend von 165 Kilo, wer meine Body Transformation Video noch nicht gesehen hat, der findet das hier oben in den Infokarten, da bin ich zufrieden mit dem Weg und also mit diesem langsamen Weg und ich habe auch erfahren, dass Geduld eine ganz, ganz große und wichtige Rolle spielt bei der Umstellung. Auch bei der Rohkost. Ich wäre viel lieber schneller zur Rohkost gekommen. Aber Geduld ist wichtig für eine Umstellung. Wir haben uns jahrelang, jahrzehntelang teilweise auf eine gewisse Art und Weise verhalten. Und jetzt wollen wir das ändern. Ha, das braucht Zeit. Ha? Und das ist für mich auch eine neue Motivation. Slow and steady wins the race. Ich möchte einfach für mich und meine Lebensnutzenfunktion die perfekte Gesundheit erreichen. Nicht die absolut perfekte Gesundheit, sondern für meine Lebensnutzenfunktion. Ich sage das deshalb explizit so, weil es immer besser geht, ne? Und man immer noch gesünder leben kann. Aber es geht auch um die Lebensqualität und nicht nur um die Länge des Lebens. Manch einer wird schon bei meinem Lebensstil, den ich jetzt führe, sagen, boah, nur Rohkost und vegan, das ist doch keine Lebensqualität. So hat halt jeder seine eigenen Vorstellungen und diese verschieben sich auch mit der Zeit. Was sich aber nicht verschieben wird und schon immer da war, ist meine Einstellung, dass täglicher Sport extrem wichtig für die eigene Gesundheit ist und das ist natürlich auch wissenschaftlich unterlegt. Zur Übersicht zu den verschiedenen Sportarten habe ich ja schon mal ein Video gemacht, wo die wichtigsten Sportarten, die es so gibt, gegenübergestellt wurden, auch was die Belastung angeht und was die Vorteile der jeweiligen Sportarten sind. Und das findet ihr hier oben in den Infokarten. Und ausgehend dieser Betrachtung und meinen Interessen habe ich die sinnvollste Kombination gewählt. Das Allerwichtigste, gerade ab 30 Jahren, ist der Kraftsport. Muskeln bauen sich ab 30 ab, im ganzen Körper. Und man muss da richtig dagegen arbeiten, wenn man nicht kontinuierlich an Muskelmasse verlieren möchte. Und ergänzend tue ich das mit langen Läufen. Und hier auch analog meiner Betrachtung aus dem Video, wirklich laufen und nicht rennen. Nicht nur weil ich speziell ein zertrümmertes Knie habe, Bandscheibenschaden und so weiter, sondern auch generell ist das Laufen vor allem als untrainierter und auch als schwerer Mensch viel zu gefährlich für die Gelenke, gerade im Alter. Radfahren und das damit einhergehende Sitzen ist ebenfalls auch nicht gut für mich und da spielt halt die Bandscheibe eine ganz, ganz große Rolle und ist auch generell halt keine optimale Sportart. Aber wie gesagt, dazu habe ich schon ein Video gemacht. Und so, habe ich nun jeden Tag Sport gemacht in diesem Monat? Ja! Meist zwischen 15 und 30 Minuten, das ist so mein Kraftsportprogramm und ja, ich habe ganz am Anfang angefangen mit einfachen Übungen und ja, und die ersten Tage habe ich quasi eigentlich immer alle Muskelgruppen durchweg belastet und dann, wo ich gemerkt habe, oh, bestimmte Muskelgruppen, die brauchen jetzt irgendwie so eine Pause, da habe ich an diesem Tag diese Muskelgruppen nicht trainiert, sondern ja, andere Muskelgruppen trainiert, wo die Muskeln noch ja, funktioniert haben. Und ich habe auch keinen Trainingsplan. Das heißt, ich weiß auch täglich immer noch nicht, was ich jetzt trainiere. Ich weiß, wo welche Muskeln sind und welche Muskeln alle irgendwann mal trainiert werden müssen. Das Wissen habe ich mir erarbeitet bzw. das habe ich noch gehabt. Und ja, und wenn die, Muskeln alle zu sind oder Großteil zu sind, dann gehe ich halt rauslaufen, meist so 10 Kilometer. Die grundsätzlichen Übungen, um alle Muskelgruppen zu bedienen, sind folgende. Das sind Liegestütze, Curls bei mir mit der SZ-Stange. Das ist die Stange, wo man die Handgelenke nicht verdrehen muss, sondern wo man sie quasi so natürlich halten kann. Crunches,
Russian Twists, Beinhebeübungen aller Art, Klimmzüge, Squats, Hyperextensions und Plank und noch ein paar Übungen mit den Kettlebells. Das war's schon, was ich habe, und so kann man alle Muskelgruppen wunderbar bedienen. Derzeit ist bei mir immer noch der Muskelriss von dem, ja, von vor knapp 2 Jahren, den ich im Bein habe, immer noch nicht ausgeheilt. Daher muss ich zum Beispiel auf Squats verzichten, da das genau der Muskel ist, den ich noch nicht belasten kann. Und dann habe ich auch noch einen Muskelfaserriss, den ich seit einem Monat durch unsachgemäßes Bondage einer Spielpartnerin mir zugefügt habe bzw. mir zugefügt wurde, und kann daher auch keine Klimmzüge machen. Das sind die beiden Übungen, auf die ich zurzeit noch ein bisschen verzichten muss. Bei Liegestützen geht, aber da muss ich vorsichtig sein. Wenn ich so ein bisschen drehe, merke ich sofort den Muskelfaserriss. Auch da lieber erstmal ein bisschen kürzer treten. Generell mit meinem Bandscheibenvorfall und mit meinem zertrümmerten Knie, was jegliche Form von Übung nicht möglich macht, wo ich knien muss, bin ich körperlich gesehen ein ziemliches Wack. Aber das darf nicht als Ausrede gelten. Jeder kann genug Muskelgruppen bearbeiten. Vom Rollstuhlfahrer bis zum 90-jährigen Opa. Das sind alles nur Ausreden, wenn man sagt, nee, Muskeltraining geht nicht. Geht immer irgendwie. Jeder kann und sollte Krafttraining ab 30 Jahre in seinen Alltag einbauen. Aber leichter gesagt als getan. Ich bin seit 7 Jahren damit gescheitert. Aber nun ist es das eine Ziel, was ich dieses Jahr verfolge. Manch einer wird sagen, ja, aber mit YouTube willst du doch auch komplett davon leben können. Und da sage ich dann immer wieder, nein, nein, das ist nicht mein Ziel. Mein Ziel ist es, und das habe ich schon immer gesagt und das habe ich schon erreicht, dass ich jeden Tag das tun kann, was ich möchte und was ich liebe. Und das tue ich. Und wenn ich irgendwann komplett davon leben kann, indem ich andere mit meiner Arbeit begeistere und dass diese mich so unterstützen, dass ich eben mein Auskommen habe, und dauerhaft YouTuber bleibe, dann ist das wunderbar. Na? So rum. Danke an der Stelle nochmal an alle Patreons. Auch wenn es sich nur um 1 Dollar im Monat handelt, ist in diesem Monat wieder 3 dazugekommen. Da wirklich nochmal herzlichen Dank. Aber das ist nicht mein Ziel des Jahres oder sowas. Na? Das ist, ja, das ist ein Nebeneffekt von dem, von der Attitüde, dass ich tue, was ich liebe. Genauso wie ich das Ziel, die Welt zu verbessern, schon komplett in mein Leben aufgesogen erreicht habe, möchte ich das auch mit dem Sport machen. Und ja, ich muss bei der Weltverbesserung nicht mich täglich fragen, wie mache ich denn das jetzt oder wie will ich die Welt verbessern, sondern ich mache das ganz automatisch. Und das möchte ich mit dem Sport auch machen. Ne? Wenn ich Menschen im Alltag begegne, dann möchte ich ihnen helfen, weil ich das in mir habe, wenn ich Nachrichten beantworte oder wenn ich Inspiration gebe. Ne? Das neuronale Netz ist voll ausgebaut und komplett automatisiert. Ich bin konditioniert, auf die Welt zu verbessern. Wunderbar, das will ich auch mit dem Sport erreichen. Es soll sich komplett natürlich und normal anfühlen, jeden Tag mal eine Viertel bis eine halbe Stunde auf die Matte zu gehen, und das Training soll einfach dann intuitiv erfolgen, und ich muss nicht wie jetzt natürlich jeden Tag, ach, jetzt muss ich es noch machen, sagen. Und ja, entsprechend sind die Übungen teilweise ja, sehr zwanghaft dann am Ende des Tages. Ne? Da habe ich es nicht geschafft und dann muss ich am Ende nochmal ranklotzen, um das zu machen. Und ja, und das ist halt aber einfach so. Jetzt am Anfang. Ich muss dieses neuronale Netz aufbauen. Und ich weiß, dass es richtig ist, und ich weiß, dass wenn das dann irgendwann fest verankert ist, dass ich da Freude dran habe und das ist, was ich möchte. Und da muss ich mich jetzt eben ein bisschen quälen. Das gehört eben dafür, auch sich dazu, gegen seine Bequemlichkeit, gegen seine Komfortzone zu operieren. Mein Gewicht hat sich in der Zeit jetzt leicht reduziert und meine Muskelmasse hat sich leicht erhöht. Das heißt, insbesondere bei dem Oberarm sind ungefähr jetzt 1 cm Umfang dazugekommen. Ich habe natürlich gemessen. 1 cm dazugekommen, und ja, und das Körpergewicht hat sich um 1,5 Kilo reduziert. Das ist natürlich eine positive Entwicklung. Das ist insbesondere bemerkenswert, weil Muskeln sind schwerer als Fett, und das wird wahrscheinlich nicht ewig so weitergehen, dass ich abnehme und Muskeln aufbaue. Aber ehrlich gesagt ist mir das Gewicht recht egal gewesen und oder mittlerweile recht egal. Meine Blutwerte sind alle im Optimum, Blutdruck ist auch perfekt und ich fühle mich vom Organismus her wirklich richtig vital und fit. Und was jetzt halt im Endeffekt wirklich mal nachziehen muss, ist der gesamte Bewegungsapparat und auch die Muskulatur. Das ist natürlich aufgrund meiner dauerhaften Schäden durch ein halbes Leben mit 165 Kilo auf den Rippen nicht so einfach. Aber wie gesagt, Ausreden gibt's nicht.
Ich habe zwar auch Dehnübungen eingebaut, um meine Flexibilität zu schulen, aber das sind leider keine Erfolge zu verzeichnen. Das wollte ich noch erwähnen. Auch trotz täglicher Dehnung nach Anleitung von YouTubern wie Strong und Flex und andere und so weiter passiert da bei mir exakt null. Aber ich werde auch weitermachen und da auch weiter Bericht erstatten. Also dehnen und erster Monat komplett geschafft. Schulterklopfer von mir an mich. Wenn ihr noch Gedanken, Fragen oder Anregungen zu meinem Jahresziel 2017 habt, dann lasst uns in den Kommentaren darüber reden. Alles Liebe, Euer Christian. Tschüss.